Herzlich willkommen bei Chemistry, Rechenfix. Wir bestimmen die Standardreaktionsenthalpie der Verbrennung von Ethanol. Dazu benötigen wir einmal die allseits bekannte Gleichung. Wem sie noch nicht bekannt ist, der möge in ein vorheriges Video schauen, wo wir sie einmal ganz genau erklären. Und wir benötigen die Standardbildungsenthalpien. Eine Sache steht hier noch nicht, die wir benötigen. Das wäre die Reaktionsgleichung. Sonst wissen wir halt nicht, was wir hier für N einsetzen sollen. Ja, Alkohol. Also Ethanol, H3C... CH2OH, hier einmal als Mischung aus Summenformel und Strukturformel, reagiert mit Sauerstoff, wenn es denn sauber verbrennt zu CO2 und H2O. So, jetzt könnte ich natürlich ganz einfach hier die Koeffizienten einsetzen und beginnen mit meiner Rechnung. Ich mache jetzt mal einen kleinen Schritt dazwischen, dass ich mal jetzt mal wirklich zu Fuß angucke, wie komme ich jetzt eigentlich hier auf diese Koeffizienten, das heißt, wie viel Sauerstoff, wie viel CO2, wie viel H2O wird benötigt, beziehungsweise wird entstehen. Wen das nicht juckt, der möge jetzt bitte in die Kapitelmarken klicken, direkt zur Berechnung der Standardreaktionsenthalpie. Wer sich für Oxidationszahlen und Ausgleichen von solchen Reaktionsgleichungen interessiert, möge jetzt bitte weiterschauen. So, heißt, wir bestimmen jetzt erstmal die Oxidationszahlen in dieser formschönen Reaktionsgleichung. Bei Sauerstoff ist das 0, weil es ja ein Element ist. Im CO2, wie wir wissen, Sauerstoff hat immer die Oxidationszahl minus 2 in Verbindung. Demnach muss das Kohlenstoffatom die Oxidationszahl 4 haben. H2O ist nicht relevant, da ist es minus 2 und plus 1, da wird keine Änderung sein. Gucken wir mal im Ethanolmolekül, auch hier der Sauerstoff minus 2. Interessant wird es jetzt bei den beiden Kohlenstoffatomen, wie man in Molekülen Oxidationszahlen bestimmt, haben wir auch schon mal hinlänglich erklärt. Hier habe ich es so, dass der eine Kohlenstoff eine Oxidationszahl von minus 3 hat und der andere von minus 1. Das liegt an der unterschiedlichen chemischen Umgebung. Wie gesagt, guckt in das andere Video. Wenn ich mir das jetzt anschaue, stelle ich fest, ich habe hier einmal von minus 3 auf 4 und einmal von minus 1 auf 4. Das heißt, ich habe zwei unterschiedliche Oxidationen. Also Oxidation 1 ist einmal das C3-, reagiert zu C4 plus 7 Elektronen und meine Oxidation 2 ist das C-, reagiert zu C4 plus 5-. Also insgesamt 12 Elektronen, die hier abgegeben werden. Gucken wir uns mal die Reduktion an. O2 reagiert zu 2O2-. Dafür werden 4 Elektronen benötigt. Heißt, ich muss diese untere Reaktionsgleichung mal 3 rechnen. Dann habe ich 4 Elektronen, die benötigt werden und 12 Elektronen, die abgegeben werden. Diese 4 mal 3 sind auch 12. Passt also. Heißt unterm Strich die Redoxgleichung. Redox sieht folgendermaßen aus. Beim Alkohol ändert sich nichts. Das ist nach wie vor ein Ethanolmolekül, also H3C, CH2OH. Aber jetzt plus 3O2 reagiert zu. So, wie schaut es jetzt auf der anderen Seite aus? Ich habe ja maximal 2 Kohlenstoffatome, das heißt, ich habe 2 CO2. Und 3H2O. Wieso 3H2O? Mal ganz kurz schauen. Ich habe ja 2O2- mal 3, also 2 mal 3 ist 6. Hier habe ich 2 CO2, das heißt, das sind 4 Sauerstoffatome und jetzt habe ich ja insgesamt 7. Aber ich habe ja noch hier im Ethanol ein Sauerstoffatom, was nicht reduziert wird, was vorher minus 2 hatte und hinterher auch minus 2 haben wird. Also deswegen 3H2O. Ja, das ist dann auch die komplette Reaktionsgleichung. Können wir hier oben eintragen, 3O2. Mit 2 CO2 und 3 H2O. So wird es gemacht, wenn man es nicht schon fröhlich vorserviert bekommt. Kommen wir mal zu der mathematischen Gleichung. Das heißt, wir berechnen jetzt die Reaktionsenthalpie, da wo jetzt einige wahrscheinlich schon hingesprungen sind. Ich habe auf der einen Seite die Produkte, also CO2 und H2O. Dafür hier auch die Standardbildungsenthalpien. Minus 393 Kilojoule pro Mol und minus 242 Kilojoule pro Mol. Und die Edukte. Ethanol und O2. Wer sich jetzt wundert, warum ich hier in der Auflistung Sauerstoff nicht habe, Sauerstoff ist ein Element, das heißt 0 Kilojoule pro Mol können wir vernachlässigen in der Berechnung.
Dann wollen wir mal einsetzen. Das ist gleich. Erst die Produkte. 2 Mol mal minus 393 Kilojoule pro Mol plus Summe 3 Mol mal minus 242 Kilojoule pro Mol minus, jetzt kommt der Eduktal, 1 Mol mal minus 277 Kilojoule pro Mol. Wie gesagt, Sauerstoff lasse ich weg, weil das wäre 3 Mol mal 0. Und das ist 0. So. Klammer zu. Ja, jetzt können wir Zwischenergebnisse formulieren. Das sind quasi minus 786 Kilojoule. Mol kürzt sich raus. Plus minus 726 Kilojoule. Minus minus 277 Kilojoule. Und das ist minus 1512 Kilojoule. Minus minus, ne? Plus 277 Kilojoule. Und dann kommen wir auf ein Ergebnis von minus 1235 Kilojoule. Das ist die Standardreaktionsentalpie der Verbrennung von Alkohol. Das soll es auch schon gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.